Hallo bei Thymolblau, dem Kanal, in dem ich euch das Wichtigste zum Thema Chemie präsentieren werde. Heute das Thema Standardaddition. Die Methode der Standardaddition ist ein Kalibrierverfahren, welches einen großen Vorteil hat, nämlich, dass die Matrix-Effekte reduziert werden. Matrix-Effekte oder die Matrix sind alle Bestandteile in der Probe, welche wir nicht messen möchten. Durch die Standardaddition können wir dann Fehler der Matrix ausmerzen oder minimieren. Nehmen wir ein Beispiel. Wir kochen eine schöne heiße Tasse Kaffee, ein Espresso mit unserer Bialetti-Kaffeemaschine und fragen uns, wie viel Koffein ist in unserem Kaffee vorhanden? Diese Fragestellung ist eine quantitative, sodass wir ein Kalibrierverfahren verwenden müssen. Wir kochen als erstes mal 120 ml Kaffee, lassen es abkühlen und bereiten unsere Maßkolben vor. Wir benötigen hier mindestens 5 Maßkolben. In jeden dieser Maßkolben kommen 20 ml desselben Kaffees. Bei Maßkolben 2 bis 5 wird jedoch Koffeinstandard hinzugesetzt in aufsteigender Konzentration. Wir füllen die Maßkolben auf die Marke auf, schütteln sie und können sie dann in der HPLC messen. Es wäre auch möglich, die Proben direkt in einem Vial zu verdünnen. Aber nehmen wir mal die HPLC-Messung. Wir haben hier 5 Messungen. Das bedeutet, wir erhalten 5 Chromatogramme. 5 Chromatogramme. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Das Chromatogramm mit der X-Achse der Zeit und der Y-Achse dem Signal. Wir erhalten in etwa so ein Chromatogramm. Der Peak, der größere, soll hierbei Koffein entsprechen. Händisch Chromatogramme zeichnen ist doch ein bisschen schwerer, als ich gedacht habe. Aber das Ziel dieser Standardadditionsmethode ist einfach, dass wir aus den Chromatogrammen die Flächen des Koffeins herauslesen und diese Fläche muss natürlich größer werden, denn wir haben immer mehr Koffein in unserer Probe. Wir haben auch jedes Mal unsere Matrix drinnen, da wir überall Kaffee vorhanden haben. Der nächste Schritt ist hierbei nun, dass wir eine Kalibriergerade erstellen. Also wir erstellen unser Koordinatensystem mit der Fläche auf der Y-Achse, der Konzentration auf der X-Achse, tragen alle Standards ein, wobei die Probe, also Maßkolben 1, bei 0 Standard liegt. Wir sollten, wenn wir gut gemessen haben, eine Gerade erhalten, die in den negativen Bereich verlängert wird. Der Schnittpunkt dieser Gerade mit der X-Achse entspricht in weiterer Folge der Konzentration der Probe. Wenn wir uns die Geradengleichung ansehen, können wir Y0 setzen und unsere Geradengleichung auf C auflösen und erhalten somit unsere Konzentration in der Probe. Wichtig ist nur noch, wir dürfen die Verdünnung nicht vergessen. Aber damit sollte es nun klappen. Wollt ihr noch mehr tollen Chemie-Content? Dann schnell abonnieren und die Glocke drücken.